Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt-Projekt hier auf dem Kanal. Wir spielen Offroad Truck Simulator Heavy Duty Challenge. Der Entwickler ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich es mir denn mal anschauen wollte. Und ich habe gesagt, ja, warum denn auch nicht? Schauen wir uns doch mal an, was es hier zu bieten hat. Eins gleich vorweg. Der Entwickler ist Nano Games und der Publisher ist kein Unbekannter. Es ist Aerosoft. Die gleichen, die auch den Tom Simulator rausgebracht haben, den ich mir zuletzt angesehen habe. Nur damit ihr jetzt schon mal eine gewisse Erwartungshaltung habt, was da auf euch zukommen kann. Eine halbe Stunde habe ich schon ein bisschen reingespielt. Ich habe diese Driving School gemacht und eine Cargo-Mission. Und es gibt so ein, zwei Issues. Okay, fangen wir hier mal mit dem Ganzen hier an. Also wie gesagt, Driving School, das ist die Fahrschule, die ist recht schnell fertig. Geht einfach in die Steuerung ein, Cargo-Mode. Wie der Name schon sagt, kann man dann hier Güter von A nach B transportieren. Offroad-Trips, das ist quasi Free-Roam, da kann man einfach frei herumfahren, bis halt einem beliebt. Truck-Trail, das sind dann Offroad-Challenges, wo du dann halt versuchst, entsprechend Punkte zu kriegen. Ja, das Spiel ist, glaube ich, letzten Jahres rausgekommen. Und es wirkt einfach nicht fertig. Das fängt jetzt auch hier schon mit dem Menü an, dass wir hier Deutsch und Englisch gemischt haben. Das ist nicht komplett durchübersetzt. Das Tutorial beispielsweise, das ist Deutsch und dann kommt man in den Cargo-Modus rein und dann ist wieder Englisch und dann ist wieder Deutsch. Ja. Okay, wir gehen mal in den Cargo-Modus rein. Das sind die Trucks, die wir jetzt hier erstmal zur Verfügung haben. Wir sind auf der Karte Utah. Es gibt noch eine andere Karte. Und zwar hier in Polen, aber da kommen wir noch nicht hin, also Güter ist es. Was ich dann auch hier doof finde ist, wir haben hier diese Trucks, aber wir haben keine Statistiken, was die können oder inwiefern die besser sind. Ich meine, klar, die sind jetzt größer und so. Aber trotzdem, wir haben da null Daten. Das ist halt auch wieder auf Englisch da oben. Und dann für mich jetzt kein Problem, aber trotzdem, die Leute, die sind Englisch nicht so ganz gut drauf. Also, ja. Wir starten mit dem Unimog U1550L, ein Allround-Vehikel, und ich klicke mal auf Fahr. Rein in die Map Utah. Das Laden braucht ein bisschen. Die Spielebewertung ist, sagen wir es mal, durchschnittlich Tendenz zu eher schlecht. Hauptproblem von dem Spiel ist vor allem die Performance. Ich habe das hier mal auf maximale Einstellung eingestellt und ich bin so im Schnitt zwischen 25 und 30 FPS und das wohlgemerkt mit einer RTX 4090. Also könnt ihr euch das runterrechnen, wie viel schlimmer das dann ist mit schwächeren Grafikkarten und dann müsst ihr dann halt entsprechend runterdrehen. Okay, wir gehen jetzt mal hier auf Teamlager. Er versucht hier immer mit der allerersten Mission zu starten. Das wollen wir aber nicht. Wir machen Ye Old Mine. Das sind die ganzen Missionen, die wir hier haben. Okay. Fahr. There's been a discovery of old mine carts left in the shaft some 100 years ago. Transport them to the station for shipping to the museum. Also ein paar alte Minenwagen sind gefunden worden und die sollen wir zum Bahnhof bringen, damit die ins Museum können. Was im Spiel gelobt wird, ist tatsächlich das 3D-Modell von den Trucks. Ich mache mal kurz zur Handbremse rein. Das sieht wirklich nicht so schlecht aus. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal nach draußen gehen. Das ist mal der Truck. Wir haben jetzt hinten noch nichts drauf. Das wird sich gleich ändern. Und der bewegt sich auch richtig gut im Gelände. Ja. Also. Kameraansichten. Hier ist Nummer 1. Da können wir hier so links und rechts ein bisschen rauslehnen. Wir haben die Zweierkarte. Da kann man entsprechend das gleiche machen. Dann auf der 3 sind wir hier so in der Mitte drin. Das ist eigentlich noch ganz angenehm zu fahren. Und 4 ist halt draußen. Gut. Automatik gibt es übrigens keine. Das alles selber schalten. Und mit Shift immer hochschalten. Und mit Steuerung geht es dann wieder nach unten. Jetzt müssen wir hier zuallererst auf diese Plattform hier fahren. Und da erlebt ihr jetzt gleich schon mal den supergeilen Sound von dem Motor. Das ist die nächste Kritiksache. Muss ich mal kurz nach draußen schauen.
Ne? Irgendwie ist er noch nicht ganz happy. Möchte weiter nach hinten. Ja, okay. War halt entsprechend das Passende für unseren Auftrag. Und dann düsen wir mal los. Ich fahre mal hier in der Ego-Perspektive erstmal raus. Ich spiele das Ganze mit Maus und Tastatur momentan. Es ist aber möglich, ein Lenkrad anzuschließen. Oder Joystick. Und jetzt müssen wir quasi unseren Auftrag erstmal suchen. Es gibt keine Karte. Das ist nach gutem Glück. Und gefühlt keine einzige Straße ist hier irgendwie gerade. Aber positiv, hier steht einfach mal eine Dampflok. Und da ist mir gleich was aufgefallen. Der Tunnel hat einen super Finish, seht ihr das? Es sind so Details, ne? Finde ich nicht so geil. Aber der Auspuff ist geil hier. Na gut, wissen wir mal. Auf Highspeed. Ja, nicht mal der Abschnitt ist halt irgendwie eine flache Straße hier. Da geht es auf der Karte wirklich in maximal Unebenheiten. Dahinter ist irgendwo eine Party. Habe ich auch schon gesehen, dass es entsprechende Missionen dafür gibt. Ja, schaut euch das mal an. Ich meine, das Modell ist schön, aber ja. Also irgendwo da hinten. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal die Straße hier so. Was, der Offroad ist ja schon gut, aber die Hauptstraßen könnten ein bisschen normaler sein. Und mal hier drüben. Danger Head. Kann man sagen, da runter. Da mit dem Gang mal runter. So, ich glaube, ich gehe mal in die Kamera an Sicht. Sehr gut. Wow, okay. Das war ein bisschen ein großer Stein. Ich würde mal geradeaus weiterfahren. Also eine Karte hätte ich jetzt schon sehr gerne. Jetzt sind wir ungefähr bei 27 FPS. OBS ist auch total glücklich mit mir. Ist doch unten oben. Mal hier rauf. Also wenn wir wollten, könnten wir das auch direkt ins Gelände reindüsen. Mal schauen, ob es dann bei der Mine irgendwie so wird, dass wir ins Gelände fahren müssten. Okay, fahren wir mal schneller. Da freut sich die Aufhängung. Hey, da geht's mal bergauf hier. Da muss ja mal tatsächlich was machen. Wir sind im dritten Gang. Also ich sag's euch, auf Dauer könnte ich diesen Motorsound nicht haben. Ja, und eine alte Westernstadt. Also, das ist mal Pluspunkt. Das, was man sieht, ist zumindest abwechslungsreich. Und wir sollen hier reinfahren, I guess. Mal kurz gucken. Ja, okay, wir sollen hier runter. Okay, da hätten wir die beiden. Die sind wirklich drin, älter. Das ist die Mine an sich. Okay, kann er nicht rüber gucken. Passt. Und Retour. Ach ja, warte mal, ich muss mal schauen. Geht das?
Ich kann nicht mal komplett nach hinten gucken. Ja, okay, klar geht's. Von der Seite. Ja. Rückwärts bitte. Dankeschön. Ich würde mal sagen, das ist de facto der gleiche Weg wie der Retour. Wenn das die Zugstation ist, wo wir ganz am Anfang vorbeigefahren sind. Also Bahnhof. Ich meine, ich merke jetzt vom Handling nicht wirklich einen größeren Unterschied. Nur weil da hinten jetzt was drauf ist. Ja, ich würde sagen, da rauschen wir jetzt einfach mal runter. Bin da voll im Gas drin. Es wäre natürlich auch in echt so. Ja, also ich glaube, mit Mudrunner darf man es nicht wirklich vergleichen. Also sind beide im Gelände, aber Mudrunner ist da, glaube ich, wesentlich realistischer. Ich meine, von der Optik beide in etwa gleich, wobei hier die Karte ein bisschen altbackener wirkt. War ich eigentlich richtig? Ja, ich würde mal sagen, wir fahren mal da rein. Hat das Ganze rumgewackelt. Ich würde sagen, wir fahren links. So. Gib Gummi. Überhaupt kein Problem im dritten Gang. Hier anzufahren. Ah, da unten ist die Party-Location. Also Antriebsarten können wir auch umschalten mit C, V, B und N. Also C wäre jetzt quasi Straßenmodus. Ne? Kommt da hier beispielsweise nicht hoch? Gehen wir mal auf V. Allrad, ab geht's dann. B wäre Differential. Und N, beide. Ich glaube, ich möchte einen ganz normalen Allrad. Oh, schalt mal hoch. Und ich kann es jetzt nicht bestätigen, aber an... Ich habe mich gerade gefragt, wo die Spur herkommt. Und dann ist sie einfach verschwunden. Es ist normal. Södle. Wollen wir hier mal rein. Wo muss ich denn hin? Auf der anderen Seite hier. Oh, bei deren Kollegen hier. Einsehen. Da hinten steht einfach mal Personenwagen. Okay. Oh, wir düsen da jetzt mal drüber. Ja, easy. Na komm. Oh, nicht im Ernst, jetzt stecke ich hier fest. Ja, das ist jetzt suboptimal. Jetzt rückwärts. Alter, wie sich der Reifen da performt. Geil. Okay, ich würde sagen, wir fahren da hinten rüber. Also ein bisschen schlauer. So, ich gehe mal in die Ansicht. Wir könnten das mal wieder ändern auf das hier. Ja, das geht schon besser.
Sehe ich das richtig? Das Gleis geht da. Warum ist sie. Oder ist das. Das macht so irgendwie überhaupt keinen Sinn. Na gut. Einmal noch reinfahren, bitte. Ja, also mit dem Truck würde ich gerne ein bisschen rumfahren. Und der schreit wieder nach dem American Truck Simulator. Das wäre vielleicht auch ein Spiel, wo ihr mir sagen könnt, ob euch das mal interessieren würde. Wenn ich da mal ein bisschen rumdüse. Ich bin so ein Fan von den Ami-Trucks. Okay, und dann hätten wir die abgeliefert und die schweben da jetzt einfach mal so vor sich hin. Und jetzt müssen wir wieder zum Start zurückfahren. Und ich glaube, das sparen wir uns. Wir machen jetzt mal eine kleine Offroad-Challenge. Wir sehen uns gleich wieder. So, da wären wir jetzt wieder im Hauptmenü und wir schauen jetzt mal diese Truck Trials an. Das könnte im Spiel ja immer ganz witzig werden. Das ist tatsächlich mein zweiter Take. Ich habe nämlich die Grafikeinstellung auf Mittel runterdrehen müssen, weil das Ding so viel Performance braucht hat, dass OBS dann gesagt hat, tja, nicht mit mir. Okay, schauen wir uns das mal an. Truck Trials. Man hat hier am Anfang diese vier Trucks zur Auswahl, die man kaufen kann. Kostet jeweils 2000. Ich habe mich dafür diesen Oldtimer hier entschieden. Den kann man upgraden. Aber wir haben da kein Geld dafür. Das wären noch die ganzen anderen Trucks. Haben aber auch da keine Leistungsdaten. Das finde ich halt ein bisschen mehr. Okay, ausgewähltes Event. Wir haben hier mehrere. Mountain Village, Frankreich, ja, Jura in Polen, Island, Europa Truck Trial und Heavy Daddy Championship etc. Wir fangen da mal mit dem allerersten an. Wollen wir mal hier fahren. Und dann geht's auch schon los. Und ich hoffe, diesmal macht die Aufnahme mit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt Mittel einstelle, 60 und mehr FPS habe. Nee, ich bin im Schnitt so bei 40. Allerhöchstens 50 teilweise. Oh ne, ich sehe gerade schon wieder, ohne dass sich ein Bild hier was getan hat. Da wurde schon gemeint, Codierer überlastet. Okay, es sind drei Abschnitte. Los geht's. Fahren. Ist unser Oldtimer hier. Okay, los geht's. Machen wir dann Auge auf OBS. Einmal hier drüber. Die Fähnchen durch und ja nicht umfahren. Die Performance wird auch schlimmer, wenn man die Außenansicht geht. Oh komm. Alter. Der arme Truck hier. Okay. Ja, ich sehe gerade, wir haben ja eigentlich nur drei Gänge. Das ist ja sehr überschaubar. Das sollte den Chuck nicht so sehr kaputt machen. Denn er übernimmt die ganzen Schäden. Auf die anderen Abschnitte. Das bringt dann noch ein bisschen die Challenge hier rein. Okay. Ja, ein bisschen seitlich. Nice. Perfekt. So, da hätten wir uns jetzt aussuchen können. Links oder rechts? Ja, perfekt. Und alles noch bei 100%. Beim ersten Mal durchfahren habe ich das nicht geschafft. Oh, und jetzt hier runter. Nice. Ah, rüber über die Kugeln. Nicht ganz so schnell. Na komm. Wo hängst du jetzt? Ah, nicht im Ernst. Ah, das gibt Punkteabzug. Okay,
wieder rein. So, man, jetzt müssen wir nur noch hier die Rampe da rauf. Oh, scheiße. Ah, nee, das wird nicht gehen. Oder? Nein, komm, lass mich rauf. Ah, scheiße. Okay, komm, rückwärts. Nee, du guckst rückwärts. Bin total schepp jetzt hier drauf. Und vorwärts, komm. Nein, vorwärts. Okay, geht doch. Und rein hier. Perfekt. 488 Punkte. Das passt. Weiter. Und ab in Abschnitt Nummer 2. Und OBS scheint weitestgehend glücklich zu sein. Oh, da rollt auch schon das Holz weg. Und wenn ihr das auch von außen mal seht. Also, die Animation vom Chuck selber, die ist schon okay, da kann man jetzt echt nichts sagen. Also Sachen wie Reifendruck einstellen und so, das ist hier drin nicht. Also das normale Cargo rumfahren ist, glaube ich, jetzt nichts für mich. Da spricht mich ja die Karte nicht so an, aber solche Offroad-Challenges, die machen dann schon Laune. Okay, das ist natürlich auch geil gemacht. Oh, bitte, wir kommen drüber. Komm. Nice, jetzt müssen wir noch hier rüber. Mit das Fähnchen nicht umfahren, dankeschön. Ja, also wenn das Bild manchmal ein bisschen komisch ist, so wie jetzt. Oh, das finde ich gerade OBS mega beschissen. Ich muss von der Stelle hier weg. Echt jetzt? Komm. Hallo? Sag mal. Vorwärts. Ungefähr so. Geht doch. Gehen wir wieder hier rein. Okay, das hat er genommen. Ja, aber es gibt wirklich mal ganz großen Daumen nach unten bezüglich der Performance, weil das kann es natürlich nicht sein. Und vor allem, die wissen, das ist schon ein bisschen länger, die Entwickler. Und das ist halt immer noch nicht gefixt. Und es ist jetzt nicht so, dass das jetzt grafisch irgendwie mega Burner ist, aber so eine Auslastung. Da verstehe ich dann entsprechend auch die negativen Reviews. Scheiße. Rüber. Oh, nein. Oh nein, komm. Oh, geil, danke. Ist gerade ein bisschen witzig, dass ich mein Kollege einfach gar keinen Schaden krieg. Entweder ist das gerade ein Bug oder ich weiß auch nicht. Ah, doch, jetzt habe ich einen Schaden. Und nochmal. Ja, okay. Da vorne ist Stonehenge. Komm, fahr rein. Ja, also wenn es ein bisschen grisselig war oder stockt hat, das tut mir echt leid. Ich kann höchstens natürlich hergehen und mal die Grafik auf niedrig einstellen. Was haben wir denn hier? Grafik. Jetzt mache ich es mal auf niedrig. Schau mal, was das mit den FPS macht. Ja, anwenden. 158 FPS im Hauptmenü. Wahnsinn. Fortsetzen. Fahren. Letzter Abschnitt. Und oh, Tatsache. Da habe ich mal 120 FPS.
Ja. Entsprechend toll sieht es jetzt hier aus. Oh ja, das ist... Das ist... ja. Kein Kommentar dazu. Aber es ist flüssig. Das ist der nächste Truck da drüben. Oh komm, zweiter Gang. Aber auf der Hängebrücke hier. Alter, sind bei den echten Events die Kurse teilweise auch so krass hier? Also ich habe noch nie so ein echtes Event mal gesehen. Aber... Alter, Scholli. Shit. Getriebe. Na komm, du schaffst es. In den zweiten Gang schalten, das ist echt gefährlich. Das könnte ein bisschen eng werden hier. Aber jetzt war durch. Bisschen Lackschaden, passt schon. Schwierig. Autsch. Und sorry dafür. Gott sei Dank ist das nicht mein LKW. Komm, fahr da durch. Nice. Okay. Gibt es jetzt irgendwie Ranking? Bin ich jetzt der Beste oder so? Ja, das scheint es gewesen zu sein. Wir könnten das Ganze nochmal fahren. Das sind jetzt hier unsere Punkte. 30 Punkte für den nächsten Upgrade benötigt. Stärken. Aber ich habe keine Credits. Event beenden. Mountain Village abgeschlossen. Glückwunsch. Kategorie 2 Achser Goldtrophäe erhalten. Oh, das nach 240. Platin mit 2070. So machen sie also das Ranking. Ja, bin ich ja nicht so schlecht gewesen. Aber das... Tut mir leid, wenn ihr das gehört habt. Ja, also... Ich kann es nur bedingt empfehlen. Also wenn jetzt jemand ein bisschen eine flachere Offroad-Simulation haben will, ja, kann man sich's anschauen. Aber es kostet 33 Euro. Die Performance ist aber unglaublich schlecht. Also auch mit einem High-End-Rechner kriegst du da keine guten FPS raus. Da muss unbedingt was gemacht werden. Da würde ich, wenn dann, vielleicht mal darauf warten, dass hier mal ein Performance-Patch kommt und dass die Leute sagen, es läuft jetzt wieder gut. Ansonsten ist man, glaube ich, eher bei Mudrunner da besser aufgehoben. Hat zwar noch ein paar mehr Features. Es hat Potenzial so grundsätzlich, aber es fehlt halt am Feinschliff und an den Details. Das gleiche habe ich bei Tramsim und Co. Wobei, bei Tramsim da fehlt ganz viel. Das wollen wir jetzt mal hier nicht als Vergleich nehmen. Ja, eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, ich drehe nochmal eine Runde und dann sehen wir uns zum nächsten Abenteuer. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.